Ich begrüße heute auf dem roten Sofa der Didakta Steffen Freiberg. Er ist Staatssekretär im brandenburgischen Bildungsministerium. Hallo und herzlich willkommen, Herr Freiberg. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Herr Freiberg, die KMK hat ja Ende 2016 Strategien und Handlungsempfehlungen für digitale Bildung im Schulbereich vorgelegt. Wie beurteilen Sie diese Inhalte jetzt mehr als 6 Jahre rückblickend? Das ist eine gute Frage. Die Strategiebildung in der digitalen Welt ist ja noch in einer Zeit entstanden, in der Schule überwiegend analog stattgefunden hat und sich einzelne Schulen auf den Weg gemacht hatten in die digitale Welt, aber es noch keine insgesamte Bewegung hin zur digitalen Welt, zum digitalen Unterrichten, zum digital geschützten Unterrichten war. Die Strategie hat, finde ich, mindestens eines sehr wohl sehr gut geschafft, nämlich ein verbindliches Kompetenzset zu beschreiben, also eine Gesamtheit an Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler erworben haben sollen, um in der digitalisierten Welt, in der digitalisierten Gesellschaft leben und arbeiten zu können. Und dieses verbindliche Kompetenzset ist eine der größten Errungenschaften, glaube ich, die wir mit der Gesamtstrategie dort vorgelegt haben. Jetzt haben Sie schon gesagt, was quasi gelungen ist. Da frage ich natürlich nochmal nach, was vielleicht jetzt rückblickend weniger gelungen ist, vielleicht auch veraltet, sich vielleicht nicht ganz so rausgestellt hat, wie man dachte. Also die Debatte sozusagen um die technologische Ausstattung, die dreht sich weiter tatsächlich. Die Strategiebildung der digitalen Welt in der Fassung von 2016 setzt auf ein klares Bring-Your-Own-Device-Prinzip, das aus nachvollziehbaren Gründen und zumindest damaliger Sicht nachvollziehbaren Gründen so verankert wurde. Ich kann auch sagen, meiner Einschätzung nach, dass klug war, es überhaupt erstmal auf den Weg zu bringen und diese Frage vielleicht ein bisschen mit dem Bring-Your-Own-Device an den Rand zu stellen. Es zeigt sich aber, gerade im Zuge der Pandemie hat sich das gezeigt, dass die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Lehrerinnen und Lehrern in der Schule mit Endgeräten nicht etwas ist, was an der Seite steht, sondern was sehr wohl zu einer zentralen Gelingensbedingung gehört. Und im Zuge der Pandemie haben sich einzelne Länder ja auch von der großen Strategie ein Stück weit verabschiedet, die wir in der Umsetzung des Digitalpaktes hatten, und zu sagen, es ist ein Infrastrukturprogramm und sich mehr stärker als ursprünglich gedacht auf die Endgeräteausstattung konzentriert. Das ist von Ort zu Ort unterschiedlich gut gelungen und ich glaube, das ist ein Thema, das wir jetzt sowohl auf der sozialen Seite beraten müssen, ich sag mal Stichwort Kindergrundsicherung, was wir aber umgekehrt auch beraten müssen, wenn wir über die Fortsetzung oder Neugestaltung des Digitalpaktes reden. Wenn Sie jetzt Bilanz ziehen, befähigen Schulen und Kitas Kinder und Jugendliche heute schon ausreichend zur Teilhabe an der digitalen Welt? Ausreichend in Schulnoten? Es kommt sehr darauf an. Also ich würde sagen, insgesamt ja. Wenn Sie sich jetzt die aktuellen Studien angucken, jetzt gerade von der Vodafone-Stiftung, ist es doch im Vergleich zu dem, was man sonst so wahrnimmt, so an Feedback, doch überraschend, wenn man die Kinder und Jugendlichen mal selbst fragt, wie ihre Einschätzung ist, dass es punktuell oder in weiten Teilen sogar besser ist, als man gemeinhin annimmt. So. Aber das ist doch nicht überall der Fall und das ist natürlich nicht unser Anspruch, dass es ein Stück weit noch von äußeren Rahmenbedingungen abhängt und dass es auch davon abhängt, sozusagen, wo die Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen und an welcher Schulform. Das kann natürlich nicht unser Ziel sein. Da müssen wir noch besser werden. Um so etwas zu verhindern und eben flächendeckend auch Qualität zu bringen, inwiefern würden Sie bestehende Strategien weiter ausbauen, vielleicht auch neue Maßnahmen in Betracht ziehen? Das hat mindestens zwei Bestandteile in der Antwort. Der erste Antwortteil ist für mich ganz klar, und das ist etwas, wo die Bildungsministerien nur am Rand stehen, leider. Wir brauchen eine infrastrukturelle Ausstattung von Schulen, die beginnt damit, dass an den Schulen Glasfaseranschlüsse, also Breitbandanschlüsse belastbar anliegen und, Klammer auf, auch, Klammer zu, gebucht werden, entsprechend mit den Bandbreiten. Und wenn ich jetzt Debatten höre über Kategorien, wie gut Schulen denn ans Internet angeschlossen sind und dann Kategorien sehe von, ja, diese Schulen haben mehr als 50 Megabit, das ist natürlich keine Kategorie mehr, ja? sondern wir müssen da in andere Größenordnungen rein, auch um
um pädagogische Standards setzen zu können, um darauf aufsetzen zu können, was wir sozusagen in den Rechtsvorschriften, in den Rahmenplänen dann auch als verbindlich festlegen können. Ja, das ist sozusagen der eine Teil. Helfen Sie mir noch mal ganz kurz. Inwiefern Sie bestehende Strategien eben noch ausbauen würden? Der zweite Teil ist, dass wir unbedingt in die Dauerhaftigkeit rein müssen. Wir sind an einem Punkt auch in der Frage der Umsetzung des Digitalpaktes, dass wir in einem System, in dem deutschlandspezifisch die innere und äußere Schulverwaltung ja getrennt sind, dass also die Angelegenheiten der Pädagogik, der Lehrkräfte und so weiter immer Sache der Länder ist und der Rest, alles, was sie anfassen können in Schule, sage ich immer, die Sache der Schulträger ist, also in aller Regel der Städte und Kommunen und Landkreise. Und wir erstens da durch diese Aufgabenverteilung, die historisch gewachsen ist, viele hundert Jahre oder einige Jahre inzwischen alt, Reibungsverluste haben und vor allen Dingen Graubereiche, Grenzbereiche sich entwickeln und die sich zeigen, die in der analogen Welt immer relativ klar abgrenzbar waren. Das war dann das eine oder das andere. Und die digitale Welt diese Grenzen verschiebt, aufreißt. Und wir müssen besser werden darin, die Potenziale von Digitalisierung, von einer digitalisierten Gesellschaft zu heben, indem wir sagen, wie können wir das Bestmögliche rausholen aus einem Gesamtsystem und danach gucken, wer ist eigentlich verantwortlich dafür und wie kriegen wir das hin, anstatt immer zu sagen, das ist zu groß für mich, ich möchte die Verantwortung nicht haben, wir haben kein Geld dafür, wir wissen nicht, wie wir das machen sollen und deswegen wir ein Stück weit auf der Stelle treten. Ich finde, wir sollten die Debatte umkehren, wir sollten uns darauf verständigen, was richtig ist und danach gucken, wie wir das hinkriegen. Das berührt jetzt ja auch schon so strukturelle Themen. Das ist ja auch etwas, was immer wieder in Frage gestellt wird. Macht es Sinn, so wie es verteilt ist? Das wäre eben auch meine Frage. Inwiefern muss vielleicht auch die Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen nochmal überdacht werden? Ja, ich finde, es ist zumindest ein guter Anlass, das Ganze mal zu überdenken. Die Idee ist ja eigentlich gar nicht falsch. Die Idee ist, dass das, was vor Ort erledigt werden kann und verantwortet werden kann, auch vor Ort erledigt und verantwortet werden soll. Das ist die Idee, die sich dahinter verbirgt. Und das ist in weiten Teilen ja auch richtig. So. Fragen Sie mal, wenn Sie jetzt einen Schulleiter fragen, ist wahrscheinlich immer besser, man kann Sachen vor Ort entscheiden oder unmittelbar mit der unteren Schulaufsicht gemeinsam entscheiden, als wenn man darauf warten muss, dass irgendwas zentral aus einer Landeshauptstadt entschieden wird. Meine Vermutung. Allerdings haben Sie bei der Digitalisierung oder wenn Sie das in diesen Kontext verrücken, haben Sie eben abnehmenden Grenznutzen, wenn Sie Sachen einzeln machen, wenn Sie Sachen unten erledigen. Also Digitalisierung erzielt Skaleneffekte sowohl im Kostenbereich als auch im Effizienzbereich, also im Wirkungsbereich tatsächlich, erst mit der Größe des Systems. Stichwort Datensicherheit. Sie müssen ein datensicheres System aufsetzen, ob Sie für eine Schule verantwortlich sind oder für 1000 Schulen verantwortlich sind. Die Logik und die Heuristiken dahinter, die sind immer gleich. Und die müssen Sie auch, also die skalieren auch, die verändern sich technologisch auch ein bisschen, gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten dann. Aber im Grundsatz skaliert es mit der Größe. Und das ist etwas, was noch nicht überall gleichermaßen durchdrungen wurde, dass die Anforderungen, die Digitalisierung, digitalisierte Welt an Schulen stellt, die Schulträger ganz oft überfordern muss. Und zu sagen, wir müssen uns überlegen, wie wir in unserer Verantwortung dann damit umgehen, vielleicht gemeinsam, vielleicht also horizontal mit anderen oder vertikal mit dem Land oder mit dem Bund, aus dieser Position heraus mehr zu machen, als im Moment zu sagen, einige schaffen das gut, die setzen absolute Prioritäten, das will ich nicht verhehlen. Es gibt Schulträger, die machen das richtig, richtig toll und trotzdem kommen selbst die an ihre Grenzen und ich glaube, da ist Zeit, nochmal genau hinzuschauen. Macht sie das dann sogar zu einem Verfechter der bundesweiten Schulcloud oder geht es so weit dann doch nicht? Ich glaube, dass das die Frage nicht den Kern der Debatte berührt. Also wer mich kennt, also aus der Zeit, in der das
noch ein bisschen aktiver diskutiert wurde, weiß, dass ich da auch auf Podien gesessen habe und kein großer Freund der Schulcloud, der Bundescloud war. Das liegt aber an Folgendem, dass die Schulsysteme der Länder in ihrer Spezifik so unterschiedlich sind, dass es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn ergibt, das alles in einen technologischen Frame zu packen, sozusagen, und dadurch die Geschwindigkeit der Adaption dieser Systeme so weit zu verlangsamen, dass man sich ja immer wieder, also im Alignment-Prozess auf bestimmte Standards und so weiter, dann immer mit allen abstimmen muss. Klüger, finde ich, ist es, oder hilfreicher wäre es, unter dem Stichwort Interoperabilität, sicherzustellen, dass die jeweiligen Länderclouds, also die in einem Land für eine Region, dort, wo ein schulgesetzlicher Rahmen besteht, wo es Verantwortungsbereiche der kommunalen Spitzenverbände gibt, also das sozusagen die Wirkungseinheiten sind und organisiert werden muss. Und da sind wir dabei, dass alle diese Systeme ohne Unterbrechung und ohne zusätzliche Aufwände miteinander kommunizieren können. Und dann hat man so etwas wie eine gestückelte Cloud, die aber insgesamt vielleicht das ergibt, was man eigentlich mal wollte. Und ich glaube, dass das der richtigere Weg ist. Mhm. Dann kommen wir von den Strukturen vielleicht noch mal ein bisschen zum Finanziellen. Es gibt ja viele Forderungen nach einem neuen Digitalpakt. Saskia Esken, die zufällig hier ja gestern auch auf dem roten Sofa saß, hat ja zuletzt auch ein Sondervermögen für Bildung gefordert. Wo stehen Sie da? Also ich kann meiner Parteivorsitzenden da in keinem Wort widersprechen. Ich glaube, dass jeder Euro, der für oder an oder um Kinder herum ausgegeben wird, immer ein gut investierter Euro ist. Das sind keine konsumtiven Ausgaben, sondern das ist Geld, das für die Zukunft dieser Gesellschaft und für die Lebenschancen dieser einzelnen Menschen gut investiertes Geld ist. Ob ein Sondervermögen ja oder nein, das ist da bin ich ein bisschen weniger sozusagen festgelegt. Ja, finde die Idee, die ist ja neu eingebracht in die Debatte, aber sehr interessant, weil es uns davon entbinden würde, ständig in Konkurrenzkampf, und zwar jährlich in Konkurrenzkampf, um Mittel zu gehen, zu sagen, wir wissen, woran wir sind, und jeder kann sich in einem gewissen Rahmen, zumindest einem zeitlichen Rahmen, dann abzählen im Zweifel, welche Mittel zur Verfügung stehen, was man eigentlich damit gut machen kann. Die Forderung nach einem Digitalpakt 2, das wird Sie wenig überraschen, unterstütze ich natürlich vollends. Ich selbst darf für die SPD-geführten Länder ja die Verhandlungen begleiten mit dem Bund. Wir haben die Gespräche offiziell auch begonnen. Das darf ich hier, glaube ich, auch ohne Geheimnisse zu verraten sagen. Wir sind in einer sehr, sehr guten Gesprächsatmosphäre. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir was hinkriegen. Die größte Frage im Moment, die sich mir dabei stellt, ist, wann ein Digitalpakt 2 starten kann. Ich weise mal vorsichtig darauf hin, dass der Digitalpakt 1 ja mitten im Jahr 2024 endet und es, wenn man sich an Haushaltsjahren orientiert, sonst zu großen Schwierigkeiten kommen könnte, wenn man auf einmal in bestehenden Fördersystematiken, an die man dann vielleicht sinnvollerweise und aus Nützlichkeitserwägungen heraus anschließen sollte, dann Lücken produziert. Und die zweite Frage ist, was ist eigentlich dieser neue Digitalpakt? Sprich, welche Rechtsgrundlage wird er haben? Und da sind wir uns in vielen Teilen einig, nicht ganz, aber in vielen Teilen, dass die jetzige Rechtsgrundlage der 104c des Grundgesetzes als Grundlage für einen neuen Digitalpakt aus unserer Sicht nicht ausreicht. Kommen wir zuletzt dann doch noch mal zu den Menschen, die eigentlich die digitale Bildung in den Schulen ja auch umsetzen sollen und den Kindern und Jugendlichen vermitteln, den Lehrkräften, die ja aktuell ohnehin mit sehr vielen Herausforderungen zu tun haben. Und beim Thema digitale Bildung, das ist natürlich schon etwas, was letztlich ja auch den Schulalltag mit beeinflusst, was immer noch für viele jetzt vielleicht nicht komplett neu ist, aber was nicht jeder jetzt vielleicht in seiner Ausbildung vor 20 Jahren schon gelernt hat. Wie gut stehen die Lehrkräfte bundesweit schon da und wie kann man vielleicht da auch noch mehr unterstützen? Auch das ist sehr unterschiedlich, das kann man nicht so pauschal beantworten. Allerdings darf ich vielleicht sagen, Sie haben das jetzt gesagt, vor 20 Jahren. Ich würde mir erstens wünschen, dass diese Aspekte von digitalem Unterrichten und insbesondere in Fragen der Didaktik, in Fragen von Classroom-Management, in der Anwendung von bestimmten Systematiken stärker als bisher in die erste Phase des Lehramtsstudiums überhaupt eingehen. Das ist zum Teil gut gelungen, aber das ist leider Gottes
nicht flächendeckend der Fall. Das muss man erstmal feststellen. Da haben wir Bedarf. Das geht bei den Studienordnungen schon los. Und das geht natürlich dann weiter bei den Umsetzungen in den Hochschulen, bei den Angeboten, bei den Kursen und ja, insgesamt bei der Konstruktion der Studiengänge. Das ist etwas, was mit ganz vielen Beteiligten, mit Stichwort Hochschulautonomie, mit den Prüfungsordnungen, kein ganz dünnes Brett zu bohren ist. Aber das ist etwas, was ich einmal voranstellen will. Das ist wichtig, damit wir nicht wie jetzt, und da kommen wir jetzt dahin, wo die Frage jetzt hinzielt, immer mit der dritten Phase, also mit der Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften oder genauso auch im Bereich der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung, immer im Bereich der Fort- und Weiterbildung nur sozusagen in dem Bereich unterstützen. Das führt nämlich zu folgendem Effekt. Sie haben, wenn Sie eine gestandene Lehrkraft haben, 20 Jahre im Schuldienst, und jetzt kommen wir hin und sagen, guten Tag, wir haben jetzt was ganz, ganz Neues für Schule. Das ist eine super Sache, Digitalisierung. Und das, was du gelernt hast und mit dem du 15 Jahre jetzt deinen Unterricht erfolgreich gestaltet hast, das ist Schnee von gestern, so ist jetzt die neue Welt. Kann ich Ihnen versprechen, die Reaktion der Lehrkraft wird außerordentlich fröhlich sein und wird das gerne und mit offenen Armen annehmen. Ich glaube, wir müssen dort anders vorgehen. Wir müssen versuchen, Digitalisierung, und das steht in der Strategie Bildung in der digitalen Welt auch nochmal drin, ne? Wir müssen versuchen, Digitalisierung als ein Instrument von Pädagogik zu begreifen und ganz klar zu sagen, die Digitalisierung folgt dem Primat des Pädagogischen. Also die Lehrkraft ist die entscheidende Person für die Kompetenzvermittlung, für den Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern. Und die Welt draußen verändert sich. Schule kann sich diesem Megaprozess nicht entziehen. Und wir unterstützen euch jetzt, und jetzt vielleicht das Eingeständnis oder die Selbstermahnung an alle, stärker noch als bisher und vielleicht mit klügeren Angeboten, die besser in die aktuelle, schwierige Lebenswirklichkeit von Lehrerinnen und Lehrern oder vom pädagogischen Personal insgesamt hineinpassen, stärker dabei, sich diesen Entwicklungen zu stellen. Herr Freiberg, abschließend würde mich noch einmal interessieren, mit Blick auch auf die Zukunft, wie sieht für Sie ein guter, ein zeitgemäßer Unterricht aus? Es ist ein bisschen sowohl als auch. Ein bisschen so wie früher und ein bisschen gar nicht so wie früher. Ein bisschen so wie früher heißt für mich, dass es immer einen Menschen gibt, der in der Klasse steht, dass es immer jemanden gibt, der als eine Autoritäts- und Respektsperson ansprechbar ist, der ein Vorbild oder die ein Vorbild ist, die in der sozialen Interaktion, die im Bereich der kognitiven Aktivierung eine ganz entscheidende Schlüsselrolle einnimmt, die man durch Technologie auch kaum oder gar nicht ersetzen kann. Das ist so, glaube ich, was man, wenn Sie fragen, hatten Sie einen Lieblingslehrer, denken Sie sich den aus. Den würde ich auch gerne in der Zukunft in den Klassen haben. Was vielleicht anders werden kann und vielleicht auch anders werden sollte, ist die Frage, wie wir Wissensvermittlung und Kompetenzerwerb aufteilen in den verschiedenen strukturellen Einheiten von Präsenzunterricht und Aufgabenerledigung zu Hause. Früher oder bisher heißt das Hausaufgaben. Wenn man jetzt über individuelle Lernzeiten redet, wird gleich große Aufregung produziert, ist aber im Grunde ja auch nicht viel was anderes. Da hat, glaube ich, die digitale Welt wahnsinnige Potenziale. Ich sag mal, im Bereich der KI-gestützten, digital gestützten Selbstlernprogramme sehen wir, und da gibt es ja auch entsprechende Projekte der Kultusministerkonferenz, die wir da mit mehreren Ländern gemeinsam verfolgen, sehen wir, dass Schülerinnen und Schüler, die auch im Unterricht sonst nicht so erfolgreich sind, die im Unterricht nicht so viel mitnehmen, weil sie nicht richtig nachfragen, weil sie sich nicht trauen oder weil das Classroom-Setting eben nicht dazu taugt oder weil sie schüchtern sind oder weil sie ein gestörtes Verhältnis haben, manchmal in der persönlichen Beziehung zu dieser einen Person, die dort Lehrperson ist in dieser Lernbeziehung, ohne das irgendwie zuzuweisen, sondern manchmal funktioniert halt die Chemie zwischen Menschen nicht, die in der Lage sind, bestimmte Dinge sich selbst anzueignen, das erfolgreicher zu tun als sozusagen die reine Wissensvermittlung im Unterricht, wie er jetzt stattfindet. Und umgekehrt die Lernprozesse, die da stattfinden, also sozusagen die Lernwege, die Lernpfade abbildbar macht und zugänglich macht der Lehrperson, um zu sehen, was passiert eigentlich im Kopf dieser jungen Menschen und wie kann ich das besser unterstützen, wo ist mein Ansatzpunkt, wie kann ich das adressieren. Und wenn wir in diese Welt hineinkämen, dass wir sozusagen
gutes Lernen verbinden mit einer verknüpften, integrierten Diagnostik, die dazu führt, dass die Lehrerin oder der Lehrer am Ende besser weiß, wer eigentlich vor ihr oder ihm sitzt und wie man mit dieser Person am besten spricht und umgeht. Ich glaube, dann sind wir bei der Frage der Individualisierung von Lernprozessen ein ganzes Stück weiter. Und das wäre ein großer Traum, den ich gerne verfolgen möchte. Herr Freiberg, ich danke Ihnen sehr für das Interview. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.